Erstmal, bevor ich loslege, kurzer Hinweis: Nächste Woche ist Feiertag. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Feiertag. Frohen Leichnam, Christi Himmelfahrt, eins von denen. Ja. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich muss sowas nicht mehr wissen. Von daher, aber wir haben keine Vorlesung nächste Woche. Das heißt, wir sehen uns dann erst wieder die Woche drauf, am 25. Und danach ist dann auch schon wieder die Pfingstwoche, also da ist dann auch wieder frei. Also jetzt sehen wir uns so in 2 Wochen Rhythmus, die nächsten 2 Mal. Aber nächste Woche keine Vorlesung. Okay, also fangen wir mit der Vorlesung heute an. Was habe ich mitgebracht für heute? Heute geht es um den großen Komplex qualitative Forschungsmethoden. Genauer werden wir uns mit einem größten Teil mit Interviews oder mit Formen von Interviews beschäftigen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal so im großen Bild einordnen, ja, wenn ihr daran denkt, wir haben ja jetzt angefangen, so verschiedene Techniken und Methoden uns zu überlegen, wie wir einfach Fragen beantworten können, wie wir Daten sammeln. Ja. Und da haben wir angefangen in dem Semester, dass wir uns überlegt haben, die erste Strategie ist erstmal zu gucken, ob schon jemand Daten gesammelt hat. Ne, Sekundärdaten, das ist keine doofe Idee, dass man erstmal überlegt, okay, man muss die Welt nicht neu erfinden. Dann haben wir uns überlegt, falls das nicht der Fall ist, ja, dann müssen wir vielleicht selber Daten erheben. Und dann haben wir uns Gedanken erstmal darüber gemacht, von wem erheben wir denn Daten überhaupt? Ja, also Stichproben. Okay, und dann sind wir weitergegangen und haben uns die letzten 2 Veranstaltungen mit Fragebögen oder mit Umfragen beschäftigt. Ja, also wenn wir jetzt Daten sammeln, dann ist das auch naheliegend, dass wir einfach eine Umfrage machen. Ja, und gerade letzte Woche sind wir ja so schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen, wie man so Fragen konstruiert oder was man da, an was man da denken muss. Habt ihr auch gemerkt, das ist gar nicht so trivial. Also da kann man durchaus nochmal Zeit drauf verwenden. Ihr habt ja auch selber eine Umfrage mitgemacht. Also ich bin auch schon ganz gespannt, was da die Ergebnisse sind. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also nachdem wir uns jetzt mit so diesen klassischen Umfragen beschäftigt haben, wäre eine Strategie, dass man Leute auch einfach direkt fragt. Ja, und jetzt sind wir dann beim Interview. Und das Interview ist tatsächlich auch eine der meistbenutzten Methoden in den Sozialwissenschaften. Also Umfrage und Interviews, mit den zwei habt ihr eigentlich schon die größte Menge abgedeckt. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer interessanter Forschungsmethoden, auf die gehen wir auch noch weiter ein. Okay, also ich will heute anfangen und nochmal kurz diese Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung nochmal kurz wiederholen. Haben wir im letzten Semester auch schon angesprochen. Also da wird einiges nochmal ähnlich sein. Deswegen werde ich da nicht allzu viel Zeit drauf verwenden. Aber was dann kommt, sind halt 3 Verfahren, 3 qualitative Forschungsmethoden, auf die ich weiter eingehen will. Deswegen macht es Sinn, das Ganze da auch nochmal zu verorten. Irgendwann ist es auch gar nicht mehr so klar zu unterscheiden. Also in 2 Wochen werden wir dann Beobachtungen, die qualitativ sind, aber auch vielleicht quantitativ oder irgendwo dazwischen sind. Also irgendwann ist es wirklich nicht mehr so klar. Ist meiner Ansicht nach auch gar nicht so wichtig, aber es hilft einem so ein bisschen zu konzeptionalisieren, wo man denn steht oder was es denn prinzipiell gibt. Und dann, wie gesagt, will ich auf Interviews eingehen, das ist so der größte Teil heute. Aber dann habe ich noch 2 andere Sachen mitgebracht, und zwar Fokusgruppen und am Ende auch Diskursanalyse. Gerade beim letzten Punkt habe ich ein längeres Video mitgebracht, wo ich hoffe, dass wir die Zeit verfinden, weil ich es super spannend finde. Aber da werden wir dann drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Okay, also das ist der Plan für heute. Fangen wir mal wieder an mit der qualitativen Forschung. Was ist qualitative Forschung? Qualitative Forschung heißt jetzt nicht unbedingt qualitativ bessere Forschung. Das ist damit nicht gemeint. Da geht es eher darum, dass die Forschung Beobachtungen und Daten produziert, die sich nicht so einfach in Zahlen ausdrücken lassen. Wenn ihr eine Umfrage habt und wenn ihr da geschlossene Fragen habt, selbst wenn ihr da Fragen habt auf einer Likert-Skala, Stimme zu, Stimme nicht zu und so weiter, dann könnt ihr das prinzipiell in Zahlen übersetzen. Ja, also könnt ihr irgendwie mit Zahlen darstellen. Während bei der qualitativen Forschung das jetzt nicht so möglich ist. Ja, also was da das Pendant ist, ist tatsächlich so die offene Frage eigentlich, ja, wo man Dinge erzählt. Aber dann halt noch viel weiter, wo es tatsächlich ein Dialog ist. Und das werden wir auch gleich sehen, wo das ein Dialog ist zwischen demjenigen, dem Forscher oder der Forschenden, die das Interview durchführt, und dem Teilnehmer. Und das kann eine ganze Reihe von verschiedenen Methoden beinhalten. Also das ganz klassisch das Interview, aber dann eben auch Fokusgruppen, Inhaltsanalysen, Diskursanalysen, Feldnotizen, Beobachtungen, historische Geschichten. Auf alles werden wir nicht eingehen können, aber auf einiges davon.
Okay, jetzt einfach nochmal zur Erinnerung, dem setzen wir auf der anderen Seite, jetzt auch so einfach von unserem Verständnis her. Ich bin prinzipiell kein großer Freund davon, das in so verschiedene Lager zu machen. Das hat man manchmal so und die Leute reden gar nicht miteinander. Das finde ich eigentlich ziemlich schlecht, wenn sowas passiert. Aber nichtsdestotrotz hilft uns das vorzustellen, wo wir auf so einem Spektrum auch sind. Auf der anderen Seite haben wir die quantitative Forschung, die produziert Beobachtungen und Daten, die sich einfach mit Zahlen ausdrücken lassen. Ja, und das klassische Beispiel, geschlossene Fragen in einem Fragebogen. Also das steht so, und dann gibt es einiges, was so zwischendrin ist, ja, oder was beides benutzt und zusammenbringt. Gehen wir mal auf diese qualitativen Forschungsmethoden nochmal etwas näher ein. Worum geht es da? Da geht es oftmals darum, durch die Augen von anderen zu sehen. Ja, also die Rolle des anderen einnehmen. Wenn man ein Interview führt, versucht zu verstehen, was denkt denn der andere jetzt gerade? Oder was sind denn Beweggründe? Aber dann auch geht es darum zu verstehen, wie andere der Welt Bedeutung zu messen. Ja, das ist ja auch so ein konstruierter Prozess. Also wie ihr Bedeutung zu messen, ist ja was anderes, wie ich das mache. Und da spielen vielleicht ganz andere Dinge eine Rolle. Ja, da spielt unsere Herkunft eine Rolle, was auch immer. Das ist da entscheidend. Also da geht es gar nicht darum, gar nicht so sehr darum zu erkennen, okay, was ist denn jetzt die Wahrheit, ja, wie wir das so die letzten Male irgendwie uns angedacht haben, wie viele Leute haben denn jemals in ihrem Leben schon mal was geklaut, sondern geht es eher darum, was haben die Leute denn gefühlt, wenn sie das gemacht haben. Ja, oder also um solche subjektiven Erfahrungen geht es da. Und ihr merkt ja schon, da wird es tatsächlich interessant, aber gleichzeitig auch kritisch. Als Forscher ist man da ja auch mit dabei. Das heißt, man verändert eigentlich die Situation schon dadurch, dass man eigentlich da ist. Dass man schon Themen auswählt, dass man einfach so ist, wie man ist, bringt man da einfach schon auch Subjektivität rein. Und da ist es dann am Ende so, die letzten Male haben wir noch versucht, das ein bisschen zu korrigieren. Ich habe euch einige Tricks irgendwie gezeigt oder Dinge aus dem Ärmel geschüttelt, wie man bei heiklen Fragen vorgehen können. Bei so einem qualitativen Ansatz ist eigentlich schon, hat man eigentlich schon fast das Handtuch geworfen und akzeptiert es, dass man als Forscher Teil dieser Interaktion ist. Aber man reflektiert sie. Man versucht da nicht mehr Dinge zu kontrollieren, sondern man versucht, das einzuordnen und zu verstehen, auch die eigene Rolle des Forschers. Also solche Überlegungen spielen da eine ganz entscheidende oder viel größere Rolle. Dann geht es darum, von der Beschreibung und der Betonung des Kontextes, ja, also in welchem Kontext findet denn irgendwas statt. In der Literatur nennt man das Ganze auch Thick Descriptions, also dicke Beschreibungen von sozialen Situationen oder Umständen. Wenn ich so in einem Schaubild zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, bei der qualitativen Forschung geht es einfach darum, in die Tiefe zu gehen. Ja. Während bei der quantitativen Forschung in der Regel, jetzt stark vereinfacht, man eher in die Breite geht und dadurch verallgemeinert. Wenn man jetzt in die Tiefe geht, mit Interviews zum Beispiel, dann muss man sich aber immer vor Augen führen, dass man eben in der Regel dadurch nicht generalisieren kann. Ja, also da kann man dann Beweggründe erkennen, warum manche Menschen jetzt so gehandelt haben oder so, aber man kann davon nicht generalisieren und sagen, so und so viele haben aus dem Grund gehandelt, so und so viele aus einem anderen Grund. Das geht bei qualitativer Forschung weniger. Warum sage ich in der Regel? Weil prinzipiell schließt es jetzt immer noch möglich, aber weil halt so ein einzelnes Interview doch viel zeitintensiver ist, da sitzt ihr eine Stunde oder noch länger mit einer Person, und da dann habt ihr in der Regel viel kleinere Fallzahlen, als da könnt ihr keine Tausenden von Leuten befragen. Da bezieht ihr euch auf viel weniger Leute. Aber ihr könnt ja immer noch gute Erkenntnisse gewinnen, um Dinge zu verstehen. Aber in der Regel eben nicht, um zu generalisieren. Okay, jetzt habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht. Das hatten wir im letzten Semester auch schon mal. Das ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, sich für interessieren würde als Forscher, die zur Patientenzufriedenheit bezüglich einem Krankenhausaufenthalt. Ne, da könnte man verschiedene Ansätze machen. Und so ganz klassisch, quantitativ, wäre jetzt hier eine Umfrage zu machen. Habt ihr jetzt auch alles schon kennengelernt. Das haben wir in den letzten zwei Wochen gehabt. Hier seht ihr, ist eine Likert-Skala, die da ist. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem bisherigen Krankenhausaufenthalt? Und dann können die Teilnehmer da antworten. Ja, vorher würde man noch eine Stichprobe auswählen, wie auch immer. Ist ein quantitativer Ansatz. Da merkt ihr, hier ist die Befragung recht standardisiert. Ja, man kann ja nur eine von diesen fünf Antworten auswählen. Antwortmöglichkeiten sind numerische Werte, also das kann man in Zahlen übersetzen. Man kann dann auch Durchschnitte berechnen. Man kann sagen, in der einen Gruppe ist es mehr als in der anderen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die man nicht machen kann, wenn man das nicht quantifizieren kann. Ja. Wenn da jemand ein Gefühl beschreibt, ist es unheimlich schwierig, da irgendwie zu sagen, was ist denn jetzt mehr, was ist denn weniger oder wie unterscheiden sich denn den Gruppen. Also man kann direkt Dinge vergleichen,
Das macht die Analyse oftmals auch einfacher. Okay, jetzt im Gegensatz dazu, ein qualitativer Ansatz hatten wir auch schon mal, könnte man einfach ein Interview führen. Also man könnte ins Krankenhaus gehen und man könnte Patienten befragen, sagen, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie Ihre Zeit im Krankenhaus bisher erlebt haben und wie zufrieden Sie mit dem Aufenthalt sind. Und dann hat man ein Gespräch, so ähnlich wie ich das letzte Woche hier auch mit Malou hatte. Ja, also da haben wir uns unterhalten. Das ist eigentlich wie so eine Unterhaltung, während derjenige, der das Interview führt, sich vorbereitet, Fragen dabei hat. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was da noch dann kommt. Aber da merkt ihr schon, da haben wir weniger Standardisierung. Patient kann aber gleichzeitig Erfahrungen offenlegen, die ich so als Forscher vielleicht gar nicht wusste. Ja, also vielleicht habe ich mir das, im Fragebogen muss ich mir ja vorher die Fragen überlegen und dann wird beantwortet. Während in so einem Interview, die große Stärke von so einem Interview, ist, dass man spontan reagiert. Ja, und das habe ich letzte Woche auch probiert, wenn Malou was gesagt hat, dass ich nachgehakt habe. Oder dass ich dann versucht habe, in die Tiefe zu gehen. Was meinst du denn damit? Ja, kannst du das nochmal konkreter machen? Was für ein Beispiel hast du denn da? Das ist so eine Sache, was man in der Umfrage weniger gut machen kann. Ja? Also da ist schwierig, weil ihr einfach nicht mehr reagieren könnt. Und das führt dann oftmals zum tieferen, umfassenderen Verständnis, weil man einfach in die Tiefe gehen kann, allerdings halt eben nicht in die Breite. Okay, also das ist nochmal so ganz kurz in einer Nutshell eine Wiederholung zur Unterscheidung zwischen quantitativem und qualitativem Forschungsansatz. Wie gesagt, qualitativ heißt nicht qualitativ besser, heißt einfach nur, dass sich Beobachtungen und Daten nicht so einfach in Zahlen übersetzen lassen. Während bei quantitativ das so das Merkmal ist. Okay, lass uns mal weitergehen. Jetzt will ich auf Interviews eingehen. Und Interviews ist ja tatsächlich so wie so ein Spektrum. Ja? Also vorher hatten wir so standardisierte Fragen gehabt im Fragebogen und jetzt werden wir hier viel flexibler. Am anderen Ende sitzt man irgendwo da und unterhält sich mit jemandem. Also im Kontrast zu Fragebögen werden bei qualitativen Interviews Themen in der Tiefe besprochen und nicht durch standardisierte Fragen. Stattdessen ist es wie so ein Gespräch. Also ihr werdet gleich noch einige Beispiele von sehen, wie das aussehen kann. Solche qualitativen Interviews, die sind weniger strukturiert und standardisiert. Sie versuchen, die Perspektive des Teilnehmers einzunehmen und die ermuntern oft, den Teilnehmer so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das habe ich ja letztes Mal auch probiert, dass die Malou so ein bisschen ihre Erfahrungen erzählt, durch was sie so durchgegangen ist. Wie hat sie sich denn da gefühlt? Was war denn anders? Und so weiter. So, was man so vielleicht nicht unbedingt direkt sieht. Und das können qualitative Interviews ganz gut. Das sind flexibler. Allerdings hängt es natürlich stark von der Person ab, die das Interview führt. Ja, und da ist Erfahrung eine ganz entscheidende Rolle. Aber wenn man so manche Dinge mitnimmt, wie gesagt, dass man in die Tiefe gehen will, dass man reflektiert ist, dass man versucht nachzuhaken, dass man versucht, richtig zuzuhören. Also da ist es wirklich eine ganz große Aufgabe, richtig erstmal zuzuhören, um dann direkt reagieren zu können. Also man versucht zu verstehen und nicht unbedingt zu verallgemeinern. Okay, jetzt gibt es verschiedene Arten von qualitativen Interviews. Da gibt es sehr, sehr viele, aber ich zeige es jetzt mal auf in Bezug auf das Level der Kontrolle. Was meine ich damit? Also wenn ihr jetzt von oben nach unten geht, dann wird die Kontrolle immer stärker. Ja, also ist es viel fixierter. Da habt ihr, fangen wir mal ganz unten an, das ist strukturierte Interview. Da benutzt der Forscher die identischen Fragen und folgt absolut demselben Schema. Das ist, als hätte ich meine Fragen und ich hake die einfach nur der Reihe nach ab und ich reagiere gar nicht drauf, was die Person sagt. Ja, das wäre ein strukturiertes Interview. Wenn ihr dann weiter nach oben geht, ist weniger Kontrolle da, dann habt ihr ein semi-strukturiertes Interview. Da versucht der Forscher oder benutzt der Forscher einen sogenannten Interview-Leitfaden. Ein Interview-Leitfaden. So ein Leitfaden hat in der Regel fixe Themen. Manchmal auch eigene Fragen dann drauf, aber ist ja nicht unbedingt so wichtig, ob man die Frage jetzt genau so stellt oder nicht. Da geht es eher darum, dass man als Forscher sich überlegt oder sich versichert, okay, das sind die Themen, die ich gerne abdecken möchte. Ja? Da möchte ich gerne das Gespräch hinlenken. Und andere Dinge, ob, wie das jetzt die Reihenfolge der Fragen ist und so weiter, das kann fixiert sein, muss aber nicht. Jetzt gehen wir nochmal wieder noch ein bisschen höher, da haben wir noch weniger Kontrolle. Das ist das sogenannte unstrukturierte Interview. Da erlaubt der Forscher, dass das Interview auch nach den Wünschen des Teilnehmers abläuft. Ja, das geht schon so Richtung mehr, okay, es ist ein Gespräch.
Und man hat so seine eigenen Themen, aber man reagiert auch auf die Themen, die da aufkommen. Ja, oder wenn der Teilnehmer über eine Sache mehr reden will, dann folgt man dem. Und dann so mit am wenigsten Kontrolle hat man beim sogenannten narrativen Interview. Was ist narrative Interview? Das ist eher so eine freie Diskussion. Ja, da gibt es kein fixes Thema, da gibt es auch keine fixen Fragen. Das ist ein offenes Gespräch. Um euch ein Beispiel zu nennen, eine Kollegin von mir in Schweden, wir haben dann auch einen Artikel dazu geschrieben, hat sich mit häuslicher Gewalt beschäftigt und die hat narrative Interviews mit Opfern von häuslicher Gewalt geführt. Also da ist die nicht reingegangen und gesagt, jetzt erzählen Sie mal, wurden Sie vergewaltigt? Ja? Oder wurden Sie schon mal geschlagen? So, ja? Das ist ja, ihr merkt schon, das ist mit der Keule so draufgehauen, da würdet ihr aber wahrscheinlich auch nichts rausbekommen. Ja? Da geht es um Vertrauen aufzubauen, da geht es darum, eine Beziehung aufzubauen und der Person Raum zu geben, Dinge zu erzählen. Und das kann ja gerade interessant sein. Welchen Raum besetzt denn die Person dann? Ja, in welche Richtung geht es denn da? Spricht die Person mehr über das soziale Umfeld? Spricht die Person mehr über Scham, über Schuld? Wo geht denn das Gespräch hin? Und das ist so das narrative Interview, dass man sich tatsächlich von dem Teilnehmer mehr leiten lässt und das eher eine freie Diskussion ist. Das richtig zu machen, ist nicht einfach. Ja, das kann schwierig sein. Das ist oftmals Erfahrung. Man muss irgendwann es auch einfach mal machen. Ja, also so lernt man das, glaube ich, auch. Oder alle, die das schon mehr gemacht haben, die sagen mir doch immer, man muss es halt einfach mal machen. Und dann merkt man auch, wenn was nicht klappt oder wenn was klappt. Okay, also das sind so die verschiedenen Arten in Bezug auf die Art der Kontrolle oder das Level der Kontrolle. Jetzt hatten wir letzte Woche ja hier ein Interview gehabt. Ja? Er war da oder ihr habt das Video gesehen, ich saß da mit der Malu, wir haben uns Stühle hingestellt. Das war ein Interview, was da passiert ist. Ja, und jetzt können wir ja mal versuchen, was da passiert ist, hier einzuordnen. Und da habe ich jetzt erstmal eine Frage an euch. Von diesen Typen, was für eine Art von Interview war das denn, das wir hier hatten? War das ein narratives Interview? War das ein unstrukturiertes Interview? War das ein semi-strukturiertes Interview oder war das ein strukturiertes Interview? Jemand eine Idee? Ja? Ich würde sagen, es war ein semi-strukturiertes Interview. Semi-strukturiert, warum? Also es gab schon, also sie haben ja relativ klare Fragen gestellt und sich auf bestimmte Themen fokussiert, aber sie haben Manu dann auch teilweise etwas ja, länger erzählen lassen. Ja. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall kein strukturiertes und kein narratives Interview. Ja. Was meinen die anderen dazu? Vielleicht eine andere Meinung noch dazu oder gleiche Meinung? Also es war nicht extrem, ne? Es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mir da gar keine Gedanken gemacht hatte und wir uns einfach mal hinsetzen und sagen, okay, Manu, erzähl mal. Ja, das war es nicht. Und jetzt sagst du, auch am anderen Ende war es auch nicht so, dass ich irgendwie stupide irgendwelche Fragen abgehakt habe, sondern durchaus auch mal reagiert habe oder ihr auch mal Raum gegeben habe, was zu erzählen. Deswegen meinst du semi-strukturiert. Das war es tatsächlich. Ich hatte ja was in meiner Hand. Hier seht ihr, da habe ich irgendwie jetzt hier reingekringelt. Das ist der Leitfaden, den ich bei mir in der Hand hatte. Und das stand da drauf. Da habe ich jetzt nicht allzu viel Zeit drauf verwendet. Das habe ich kurz vorher, eine halbe Stunde vorher mir aufgeschrieben. So, aber ja, wenn man es richtig machen würde, würde man dann noch ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Aber so sah das tatsächlich aus. Das ist Original, was da auf meinem Zettel drauf stand. Da steht irgendwie am Anfang drauf, erzähl mal was über dich. Dann, warum hast du dich für eine Umfrage entschieden? War das Erstellen der Umfrage so, wie du dir das vorgestellt hattest? Wie lange hast du für alles gebraucht? Ihr seht schon, das sind so verschiedene Fragen drin, an denen ich mich dann auch orientiert habe. Manchmal habe ich die genau so gestellt, aber manchmal auch ein bisschen anders. Manchmal war die Reihenfolge ein bisschen anders. Aber das waren für mich so Punkte, die ich eigentlich abdecken wollte. Ja, also ich wollte darüber sprechen, wie lange das gedauert hat oder keine Ahnung, was da technisch irgendwie war. Ich wollte irgendwie von ihr so Beispiele rauskitzeln, wo sie mal was verändert hat. Da habe ich tatsächlich auch mehr nachgefragt. Da hat sie sehr allgemein geantwortet. Da habe ich noch mal weiter nachgefragt. Dann irgendwie, was würdest du anders machen? Also ich habe das hier jetzt in Fragen aufgeschrieben. Kann man aber auch in Themenblöcken, ja, machen oder in bestimmten Aspekten, auf die man das Gespräch hinlenken will. Aber das war ein Leitfadeninterview oder man nennt es auch ein semi-strukturiertes Interview. Und das ist auch so das Interview, was so am häufigsten mit benutzt wird. Das ist auch das, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr sowas machen wollt. Einfach weil ihr da so ein bisschen Orientierung habt.
Also ganz frei zu schwimmen, das ist schwierig. Und auf der anderen Seite, wenn ihr ganz irgendwie strukturiert seid, dann könnt ihr auch gleich eine Umfrage machen. Also dann könnt ihr nicht den Wert aus dem Interview rausziehen. Also da so zwischendrin, das ist oftmals das, was am meisten benutzt wird. Es war ja noch eine andere Sache in diesem Interview. Ja? Wir hatten dieses Ding hier. Meint ihr, dass ich das einfach nur so gemacht habe, weil es lustig war? Ja, war schon lustig. Aber das hat durchaus auch einen Grund. Bei mir hat alles einen Grund. Panne. Ja? Keine Ahnung, muss man drüber nachdenken. Also, warum habe ich das gemacht? Weil, ich habe es ja auch kurz angesprochen, es ging mir darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man offen spricht. Ja? Also ich habe da ganz bewusst darauf Bezug genommen, hier ist ganz entspannt, habe ich ihr auch vorher gesagt, aber auch während dem Interview. Und dann war tatsächlich so eine Atmosphäre zu schaffen, so weit wie das hier halt geht. Ja, also das ist immer noch ein Hörsaal. Aber jetzt hier so ein Kamin ist so ein bisschen heimelig, ein bisschen eine entspannte Atmosphäre. Ist auch mal was anderes. Von daher ist man so aus diesem Frame jetzt rausgerissen, dass man jetzt hier vor Studenten sitzt. Also das war durchaus durchdacht, warum das da war. Und zwar geht es hier um Rapport. Und Rapport bezeichnet man als die Fähigkeit, mit Teilnehmern eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen. Und in qualitativen Interviews ist Rapport extrem wichtig, wie ihr jetzt vielleicht schon merkt. Ja, also es geht darum, den Teilnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass sie frei sprechen können und dass der Forscher sie versteht oder auch zuhört. Weil sonst reden die da nichts drüber. Ja? Und jetzt, das war ja noch ein relativ harmloser Fall, aber stellt euch vor, ihr macht Interviews mit Opfern von häuslicher Gewalt. Da müsst ihr erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen, ja, dass die Personen mit euch reden. Und deswegen ist bei qualitativen Interviews oftmals der Zugang, aber dann auch die Fähigkeit, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit den Teilnehmern ganz wichtig. Aber der merkt ja schon, das hat auch schon wieder Probleme mit sich, weil wenn man da irgendwann zu nah dran ist, dann bekommt man auch wieder ganz andere Dinge. Also, aber nichtsdestotrotz, Rapport ist quasi die Fähigkeit, da eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen. Jetzt habe ich ein kurzes Beispiel mitgebracht, ganz kurz. Dann springen wir rüber, einfach ein Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Ja, also wo sowas mal nicht geklappt hat, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Per Mertesacker, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht? Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt. Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was Sie sich vorher ausgerechnet haben, wenn man jetzt ins Viertelfinale einzieht. Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Kann ich nicht verstehen. Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so. Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, besonders dann in der Verlängerung. Das war ein Auf und Ab, wir waren mutig, haben natürlich viel zugelassen, aber trotzdem muss man lange Zeit die Null halten, das haben wir geschafft. Und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin dann auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage rein. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Dazu alles gut. Danke. Also ich weiß nicht, wo die... Okay, also ein legendäres Interview, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, 2014 nach dem Achtelfinale gegen Algerien, ist es auch schon 9 Jahre her. Das legendäre Eistonnen-Interview von Per Mertesacker. Es gibt noch ein anderes legendäres Interview von Rudi Völler, das habe ich ja auch noch, aber da springen wir jetzt mal rüber, wo das berühmte Weizenbier-Interview, vielleicht sagt euch das noch was. Aber das ist eine Situation, habt ihr tatsächlich auch in der Körpersprache schon gesehen, wie Per Mertesacker hier tatsächlich so standoffisch war. Ja, wie die Beziehung zu dem Interviewer nicht da war. Der war halt einfach genervt jetzt. Die haben gerade gewonnen, der hat sich echt den Arsch aufgerissen und mit Ach und Krach sind sie weitergekommen und jetzt kommt der Interviewer und stellt so ganz doofe Fragen. Ja? Also und freut sich nicht, dass man jetzt irgendwie unter der letzten Acht ist. Aber das kann man hier tatsächlich schon an der Körpersprache ablesen. Ja? Also dass dieser Rapport jetzt hier nicht da war. Und warum ist das entscheidend? Weil wie gesagt, davon auch abhängt, was überhaupt gesagt wird. Ja, also wenn man diese Beziehung nicht hat, dann hört man auch viele Dinge nicht. Okay,
Jetzt lass uns mal weitergehen. Jetzt, wie macht man denn eigentlich so ein Interview? Ja? Also ich habe es vorhin schon angesprochen, einfach üben ist hier ganz, ganz wichtig. Und nichtsdestotrotz habe ich ein kleines Video, was jetzt mal so die absoluten Basics zusammenfasst. Schauen wir uns das mal an. So you've been asked to conduct a qualitative research interview. Should be easy peasy, right? Nope. Interviewing is one of those skills that look easy, but is in fact quite difficult and takes time and experience to master. I see that you have neither time nor experience. Don't fear. Follow this practical advice and you might come out of this interview with some useful data. Let's talk about how to conduct a qualitative research interview in three steps. Step one, prepare for the interview. This may seem like it goes without saying, but you need to select someone to interview who is knowledgeable regarding whatever topic your qualitative research is about. Much to my surprise, students are often surprised that when they interview someone who doesn't know anything about their research topic, they don't get any useful data. Surprise! Don't be surprised. And when you find the person, you'll want to be clear about the time commitment. Will it be one 30-minute interview, or do you anticipate longer or multiple interviews? Also, be very clear about expectations of confidentiality. Tell them how you will work to protect their data, even if that's not a priority for them. As researchers, protecting the people we work with is always a priority for us. Always. You will also need to think through how you're going to document the interview. Will you audio or video record? Will you listen and try to take notes? Decide and then make sure the person you interview is okay with the approach. Pro tip, nobody likes to be on video, but people are more comfortable with an audio recording. And if you're recording, don't worry about taking notes. Be present. Focus on the person. You can make notes from listening to the recording later. Step 2. Constructing effective research questions. A common approach to qualitative data gathering is called the semi-structured interview. In this approach, you have enough questions to gather the data you think you need, but enough flexibility to ask follow-up questions and go where the conversation takes you. Here's a couple of tips for writing useful interview questions. Avoid yes-no questions. If you ask a yes-no question, you will get a yes-no answer. So instead of asking, do you like the culture and climate at your job? You can ask the same question in a more open-ended fashion. Tell me about the climate and culture at your job. Ask one question at a time. If you ask multiple questions in one sentence, you're less likely to get answers to each of those questions and more likely that the participant will just answer the first one because, you know, they forgot the other 16 questions you pummeled them with. Be sure to ask your questions in a neutral way. You're not supposed to be leading them to a particular answer. You need honest data. So no, tell me how much you hate that doofus Curtis. And I happen to like Curtis, even if he is a doofus. Lastly, the interviewee will answer the questions you ask, not the questions you thought of after the interview when you realized you didn't get the data you needed and you now regret trying to make up the questions as you went along. So ask the questions that will help your research. An effective way to test the usefulness of those questions is to pilot them with someone who is similar to your interviewee. This will give you feedback regarding if those questions are understood by the participant and if they may lead to the types of data you need. Finding out your questions are bad in a pilot is far more useful than assuming you have awesome questions and choosing not to pilot. Because you don't have awesome questions. You're new at this. Step 3, the interview process. Now it's time for the actual interview. Be sure to scope out an appropriate place for the interview. You may want a quiet, secluded place that can offer some confidentiality from eavesdropping neighbors. Just pick a place that won't be too distracting. If you're recording the interview or taking notes, be sure to ask permission once again. And during the interview, be aware of your body language. If you hear something unexpected and your eyes communicate, "This dude crazy," your interview will come to a screeching halt as the interviewee tries to backpedal what could have been really useful data, but you freaked out about it and they saw you got freaked out. When you're done with the interview, thank the participant and immediately grab a pen and write down your thoughts and connections, ideas, and experiences from the interview. The clock is ticking on your short-term memory, so capture your experiences as the interviewer as quickly as possible. Remember, a good qualitative interview is all about preparation and trust. Do your work to prepare, and do the work to be a trustworthy qualitative researcher, protecting the integrity and personhood of the people you work with. And if that's too much to ask, might I suggest a career in quantitative research?
Okay, also so ein paar Punkte, hoffentlich habt ihr jetzt schon mitbekommen. Das waren jetzt auch Schritte, die habe ich letzte Woche auch alle so gemacht. Da habe ich vorher überlegt, wen würde ich denn interviewen. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine wildfremde Person von der Straße genommen, sondern ich habe ganz bewusst jemanden genommen oder gefragt, die Malu zu interviewen, weil sie gerade ihre Bachelorarbeit in Gesellschaftswissenschaften in der Soziologie schreibt und da eine Umfrage macht. Also wusste ich, okay, sie hat da Wissen gerade, sie hat da gerade Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich vorher mit ihr ein Vorgespräch gehabt, habe gesagt, okay, vielleicht so ungefähr 10 Minuten reden wir drüber. Vorher tun wir den Fragebogen irgendwie beantworten und danach hat sie nachgefragt, was für Fragen wird es denn werden. Dann habe ich sie auch versichert, dass das jetzt auch ganz allgemeine Fragen sind zu den Erfahrungen, um die es geht. Also da hatten wir so ein Vorgespräch vorher und die Fragen habe ich mir auch überlegt. Ich habe sie mir ja aufgeschrieben, gewisse Bereiche, die ich abdecken wollte. Ich habe sie jetzt nicht so ganz genau getestet, aber ich habe sie letztes Jahr schon mal getestet. In Datenanalyse hatte ich sowas Ähnliches gemacht, schon mal im letzten Semester mit anderen Masterstudenten. Von daher habe ich das Prinzip auch so schon mal getestet. Und, aber ihr merkt schon, das sind so die Schritte, die man hier hat. Und jetzt kann man hier aber auch sehr leicht Fehler machen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich am Anfang, aber wenn man drüber spricht, ist es eigentlich sehr, sehr klar. Und hier habe ich jetzt ein schönes Video, wo ihr jetzt seht, wie jemand ein Interview macht. Das ist ein Zoom-Interview. Ihr könnt ein Interview auch auf Zoom machen. Ist auch ganz einfach, da könnt ihr es einfach auch noch aufnehmen. Ja. Hat natürlich wieder einen anderen Kontext. Ja. Also erzählen die Leute über das Internet genauso, wie wenn es in einem persönlichen Umfeld wäre. Ist auch wieder eine Frage. Aber hier seht ihr jetzt einige Fehler, die gemacht werden. 4 Fehler, ganz genau. Und auf die werden wir jetzt gleich auch nochmal eingehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Video an und da seht ihr dann auch gleich, vielleicht könnt ihr mitdenken schon mal, okay, was ist denn hier der Fehler? Aber es wird dann immer auch gleich schon aufgelöst. Jetzt wollen wir uns auch mal ein Video anschauen, wie so ein Interview stattfindet und was typische Fehler leider sind. Ja, hallo Herr Potniagin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview heute. Genau, mein Name ist Sonja. Ja. Hallo, mein Name ist Fedor Nagin, wie kann ich Ihnen helfen? Genau, ja, also das Interview über Ihre Erfahrungen als Expatriate, genau. Ja, was soll ich da erzählen? Es gibt ja viele verschiedene Aspekte. Ja, also zum einen, natürlich ist man jetzt, man ist ja nach wie vor weit entfernt von der Heimat. Ja, man versucht ja immer noch den Kontakt irgendwie beizubehalten mit dem Hauptquartier, mit meinen Kollegen in Deutschland. Aber auch hier in Mexiko ist man auch irgendwie weiter entfernt, jetzt auf einmal von den Kollegen. Ne? Also auch hier bin ich ja regelmäßig zur Arbeit gegangen und jetzt wegen Corona wurden ja alle ins Homeoffice geschickt. Aber du kennst ja dieses Gefühl vielleicht von Job-Embeddedness. Ne? Man muss ja irgendwie eingebettet sein in die Organisation, sonst verliert man ja den Bezug. Und das fand ich ja persönlich ziemlich schwierig hier gerade. Und wir tun es eigentlich schwer, da so wirklich als Team weiterzukommen mit unseren Aufgaben. Und wir haben vielleicht nicht so viel geschafft, was wir uns vorgenommen haben in der Zeit. Und es gibt noch viele weitere relevante Probleme zurzeit, ja. Mhm. Aber vielleicht, ich glaube, das geht dann zu tief in die Materie hinein. Ich will Sie da nicht überfordern. Gehen wir am besten weiter. Okay, ja, genau, dann würde ich noch gerne wissen, wie das so ist, die Erfahrung aus Ausländer jetzt während Corona, so im Land zu sein. Ich meine, das muss ja sehr schwierig sein. Ist es nicht auch so, dass man viel vielleicht diskriminiert wird, dass sie sich irgendwie ausgegrenzt fühlen? Also so, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie sich einfach sehr ausgeschlossen fühlen müssen, richtig? Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, was Sie sagen. Also Sie haben ja ein paar richtige Sachen schon erwähnt. Genau, man ist irgendwie als, nicht als Einziger, aber schon als Minderheit hier im Ausland. Und irgendwie schon, ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen alleine gelassen wurde hier in dieser Situation. Ja, so ein bisschen diskriminiert kann man vielleicht schon so sagen, ja. Mhm. Also wir haben jetzt schon viel abgedeckt, genau zu Arbeit, Diskriminierung, ja, dann das, ich muss nur kurz gucken, wir haben mehrere Themenbereiche hier vorgegeben, das nächste Thema wäre so ein bisschen zu Hause in Ihrem privaten Umfeld, wie es da aussieht bei Ihnen, wie können Sie mit Corona umgehen?
Das ist eine gute Frage. Also da gibt es auch wiederum viele verschiedene Unteraspekte. Ja, also zum einen muss man ja nach wie vor die eigene Arbeit irgendwie organisieren, strukturieren. Natürlich fällt es einem vielleicht nicht so einfach in der, ja, in der aktuellen Lage. Ja, also die Arbeitszeiten verändern sich. Man versucht sich da so ein bisschen diese Struktur reinzuzwingen, aber es klappt nicht immer. Ja, man hat ja nicht mehr diese festen Arbeitszeiten wie vorher, ne, bei der Arbeit. Dann wiederum gibt es noch die Familie, die auch hier ist. Natürlich ist es schön, mit der Familie mehr Zeit zu verbringen, aber andersrum, meine Frau muss ja auch irgendwie arbeiten. Und wenn wir jetzt zu Hause beide im Homeoffice sind, stören wir uns vielleicht manchmal mehr bei der Arbeit, als es Sinn macht. Ja, also und wie das ist das dann wiederum auch nicht so schön. Ja. Und natürlich allgemein so das Wohlbefinden, ja, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben, was ich schon angesprochen habe, das natürlich ist eine große Herausforderung sozusagen. Ich noch und man versucht sich da schon irgendwie nach wie vor fit zu halten, Sport, wir gehen nach wie vor spazieren, soweit es möglich ist. Aber allgemein, ich glaube, es gibt schon sehr viele verschiedene Schwierigkeiten. Ich hoffe, das Video war ganz interessant für Sie. Es wurde ja schon teilweise erwähnt, was Sie gesehen haben im Fehler, was häufige Fehler sind und wie man die vermeiden kann. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wie bereits gesehen, es ist förderlich, ja, dass Sie eine kurze Vorstellung haben, dass Sie es auch üben, routiniert sind. Seien Sie selbstbewusst. Ja, das kommt auch mit Übung wird man besser. Ja, und falls es interessante Themen gibt, wenn die aufkommen, stellen Sie Fragen, ja, nachfragen. Das gehört dazu. Das ist halt der Vorteil von diesen Interviews. Wie bereits vorher erwähnt, suggestive Fragen oder auch diese Schachtelfragen ist eigentlich nicht im Sinne von qualitativer Forschung, wo wir neue Erkenntnisse gewinnen wollen und nicht Leute steuern wollen in unsere Richtung. Das ist nicht, was Forschung ausmacht. Und was leider auch passiert, Sie verlieren die Struktur, deswegen machen Sie einen Leitfaden und wie auch gesagt, einen relativ einfachen, kurzen, dann können Sie sich daran besser orientieren. Okay, das war jetzt nicht so optimal, was da war. Ja? Also wenn man so sieht, dann sieht man schon, okay, da hat die Interviewerin vielleicht nicht richtig nachgefragt oder hat irgendwie, keine Ahnung, so zögerlich reagiert, hat komplizierte Fragen gestellt, Schachtelfragen, Suggestivfragen, hat sich gar nicht richtig vorgestellt am Anfang. Ja, worum geht es denn da eigentlich? Ja, also, ach ja, ja, um das irgendwie. Das muss man eigentlich hier nochmal erstmal einführen und dann irgendwie auch die Struktur wurde auch verloren. Aber ihr merkt schon, das sind Dinge, die man auch besser machen kann. Ja, und das ist halt auch Erfahrung, die da eine Rolle spielt. Okay, jetzt habe ich noch einiges mehr, deswegen überspringe ich, glaube ich, oder ich frage euch vielleicht einfach mal so, ohne dass wir jetzt über Mentimeter machen, weil wir haben ja beim Fragebogen ja auch uns überlegt, dass da Reihenfolge eine Rolle spielt von Fragen. Wir haben überlegt, dass Antwortkategorien eine Rolle spielen und die Formulierung von Fragen. Was glaubt ihr denn, was für Faktoren jetzt hier bei so einem qualitativen Interview eine Rolle spielen? In Bezug auf, was man da hört. Hat jemand eine Idee? Ja? Definitiv. Oder umgekehrt, ihr habt mich in der Vorlesung um 8 Uhr morgens, da habe ich auch keine Lust. Ja? So, oder ist keine Zeit, die Person muss woanders hin, ja? dass dann das Interview ganz anders ist. Ja? Also das ist ein guter Punkt, Zeit oder der Kontext, der hier eine Rolle spielt. Hat jemand anders noch eine andere Idee? Ja? Okay, also wenn ich hier so die ganze Zeit da sitze und euch so befrage irgendwo, ja, ja. Wahrscheinlich hat es eine Auswirkung. Also wenn ich irgendwie offen da sitze und versuche, ein offenes Gespräch zu generieren. Bestimmt. Ja. Hat jemand noch eine andere Idee? Vielleicht noch allgemeiner. Ja. Also einfach, wenn ich das jetzt mache, ich bin ein Mann, ich habe einen Bart, ich habe ein gewisses Alter, ich habe eine gewisse Rolle. Ja. Wenn ich euch interviewe, ich bin derjenige, der euch hinterher benotet. Das sind ja alles Dinge, die jetzt hier ein Machtgefüge irgendwo auch abbilden. Das spielt ja bestimmt auch eine Rolle. Ja. Vielleicht ein Beispiel, was hier interessant ist, was ich euch sagen kann. Ich hatte auch mal eine Doktorarbeit betreut. Gut, zwar in Irland, von daher weiß ich jetzt nicht, wie es weitergegangen ist. Es war ein Doktorand, der wollte sich Online-Dating in Iran
anschauen. Sehr spannendes Thema, wie ich es fand. Einfach, weil es da nicht viel dazu gibt. Da gibt es eigentlich gar nichts dazu. Ja? Aber gleichzeitig gibt es halt schon Online-Dating in Iran, obwohl es eigentlich verboten ist. Also wie funktioniert das Ganze denn? Ja? Es war, der war jetzt auch so wichtig, der hatte jetzt keinen Bart, aber es war auch ein Mann. Meint ihr, der kann jetzt einfach nach Iran gehen? Gut, er war Iraner. Von daher, er spricht die Sprache, das kann er schon, er versteht die Kultur. Aber er ist da ein Mann. Meint ihr, er kann da jetzt Frauen interviewen und sie zu Online-Dating in Iran befragen? Ja? Die würden ins Gefängnis kommen, wenn die da... wenn da die, keine Ahnung, die Republican Guards mitbekommen, was da gerade passiert, über was da gesprochen wird. Ja, und dann noch das Geschlechterverhältnis. Ja, also da sind Faktoren dabei manchmal, die ihr einfach gar nicht mehr kontrollieren könnt. Sowas wie eine Zeit, das kann man kontrollieren. Sowas wie einen Ort kann man kontrollieren. Man kann hier versuchen, so einen Kachelofen im Hintergrund zu haben, das kann man kontrollieren. Mein Geschlecht kann ich nicht kontrollieren, das kann ich nicht ändern irgendwo. Ja. Oder eine Rolle, die ihr habt. Oder ein Auftreten. Oder wie ihr auf andere wirkt. Ja. Da wird es schwierig, aber das sind alles Faktoren, die bei so einem Interview eine Rolle spielen. Wenn wir das zusammenfassen, dann nennt sich das der Interviewer-Effekt. Und der Interviewer-Effekt ist eine Art von Verzerrung, die auftritt, wenn ein Merkmal eines Interviewers, also zum Beispiel Rasse, Alter, Geschlechtsidentität und so weiter, die Antworten der Befragten beeinflusst. Und jetzt kommen wir so langsam so in das Fahrwasser, wo wir uns überlegen, okay, was erfahren wir denn dann überhaupt im Interview? Ja, während wir bei Umfragen noch so überlegt haben, okay, da gibt es einen Warenwert und gibt es Verzerrungen und wir wollen irgendwie zu diesem Warenwert hinkommen, ja, jetzt merken wir so langsam bei so Interviews, vielleicht gibt es da gar keinen Warenwert. Vielleicht ist es ja irgendwie immer situativ oder kontextabhängig oder was da gerade passiert. Deswegen muss man sich überlegen, was gewinnen wir denn eigentlich von solchen Interviews? Ja? Und der Klassiker, wo man dann denken könnte, okay, wir bekommen einfach neue Informationen. Ja, wir hören was, was wir so vorher noch nicht wussten. Wir bringen so Informationen ans Licht. Ne, der Malu sitzt da und erzählt was, was ihr jetzt noch nicht wusstet. So ist es auch oft der Fall, ja, dass man so neue Informationen bekommt. Also da ist der Punkt, was sagt denn ein Interviewer zu bestimmten Thema aus? Ja. Aber jetzt muss man da auch aufpassen. Warum? Ja, weil gerade wenn ihr in so einer 1-zu-1-Situation seid, dann wollen Menschen auch in einem gewissen Licht gesehen werden. Ich glaube, der Malu hätte gesagt, ja, ich hatte ja überhaupt keinen Bock auf das Ganze. Irgendwo finde ich alles doof. Das hätte die nicht gesagt, selbst wenn sie so gedacht hätte. Es ist ja ein Umfeld hier. Ja, ich betreue sie, ich gebe ihr auch hinterher noch eine Note. Das hätte sie sich nicht getraut, selbst wenn das so gewesen wäre. Also man muss als Interviewer immer auch im Kopf haben, dass Menschen in einem gewissen Licht gesehen werden wollen. Und wenn ihr Interviews mit Menschen führt, dann ist es halt oft der Fall. Ja? Die sagen nicht, wenn sie irgendwie... keine Ahnung, unsicher sind oder wenn sie irgendwie was Schlechtes gemacht haben oder sonst wie. Das ist nun mal so, wir wollen oftmals in einem gewissen Licht stehen. Aber das ist ein Problem für ein Interview. Wie macht man denn dann ein Interview? Was sind denn andere Faktoren, die da eine Rolle spielen? Warum bin ich unbedingt immer so, dass die Informationen ans Licht bringen können? Ja, es kann ja sein, dass da gar nichts Böswilliges mit gemeint ist oder dahinter steckt, aber dass Menschen einfach denken, dass sie sich erinnern, aber sie tun es nicht. Ja, wenn jemand fragt, wie waren denn deine Erfahrungen, keine Ahnung, wo du zum ersten Mal das gemacht hast oder so, dann sagt, oh, das weiß ich nicht mehr. Ja, oder sie denken, oh ja, das weiß ich noch, aber in Wirklichkeit war es gar nicht so. Ja. Also das hat man oft, dass Menschen einfach felsenfest davon überzeugt sind, dass irgendwas so war, aber es war nicht so. Ja. Ist eine falsche Erinnerung. Oder sie erinnern sich gar nicht. Oder dass einfach hier die Interviewsituation und der Kontext zu einer Reaktivität führt. Das ist auch der Klassiker. Ihr habt ein Jobinterview, da verhaltet ihr euch anders. Ja? Die Antworten, die ihr habt, sind auch anders, als wenn es in einem freien, offenen Gespräch in der Kneipe ist. Also die Situation spielt hier auch eine Rolle. Deswegen kam da vielleicht nicht so die Information ans Licht. Oder noch ein letzter Punkt, dass vielleicht die Sprache gar nicht ausreicht, um Dinge richtig auszudrücken. Ja, dass man vielleicht gar kein Gefühl hat oder gar keine Sprache, irgendwie jetzt ein Gefühl auszudrücken. Mädchen ist gerade meiner Tochter, die ist jetzt anderthalb und geht jetzt gerade so durch diese Phase durch, wo sie so alles frustriert oder wo sie irgendwie Gefühle hat. Wir haben jetzt irgendwie ein neues Buch gekauft, wie heißt es denn? Das Farbenmonster. Und das Farbenmonster ist manchmal ganz bunt und gelb ist irgendwie fröhlich, rot ist frustriert, ja, grün ist, ich weiß nicht. Aber die hat einfach immerhin noch gar keine Worte, das auszudrücken. Ja? Was uns auch zum Wahnsinn treibt und mir den Schlaf raubt, weil da oftmals Frustrationspotenzial jetzt gerade da ist, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Aber vielleicht reichen Wörter einfach nicht aus oder vielleicht wollen Teilnehmer auch nicht drüber sprechen, weil sie Repressionen fürchten. Ja,
Ja, stellt euch vor, mein ehemaliger Doktorand, der da Frauen im Iran befragen will zu Online-Datings, ist verboten. Ja, wenn sie offen das sagen würden und jetzt mein ehemaliger Doktorand, dass die Information weitergeben würde, dann könnten die im Gefängnis landen. Okay, also wir merken schon, es ist nicht nur, was Personen sagen im Interview. Es ist auch, das Interview selbst kann auch das Thema sein. Was meinen wir damit? Da geht es darum, wie sagt denn ein Interviewpartner etwas? Ja, wie reagieren die denn? Antworten die so oder antworten die so? Ja, also Mimik, Gestik, aber auch welche Wörter werden denn benutzt? Wird da irgendwie leise gesprochen? Irgendwie? Oder wird da selbstbewusst geantwortet? Oder wird gestottert? Ja, das sind Beobachtungen, die da alle eine Rolle spielen. Ihr merkt schon, da ist gar nicht der Inhalt jetzt das Entscheidende, sondern das, wie etwas gesagt wird. Also das kann im Interview interessant sein, aber auch, und das ist der nächste Punkt, was ich auch schon angesprochen hatte, dass das Interview eine Interaktion ist. Und es gibt auch ein großes Spektrum, ja, von verschiedenen methodischen Ansätzen. Ich versuche so, euch so einen Überblick zu geben, aber ich bin ja auch irgendwo auf diesem Spektrum verortet. Aber so, auch so eine Ecke in dem Spektrum sagt da von vornherein, ist alles nur konstruiert, ist alles nur eine Interaktion und so muss man das auch sehen. Es gibt gar keine objektiven Wahrheiten, die entstehen eigentlich erst im direkten Gespräch, was ich jetzt wieder eine sehr extreme Ansicht finde. Deswegen bin ich da eher auf der objektiveren, pragmatischeren Seite. Aber hier geht es darum, wie reagiert interviewter Partner in der Interaktion mit dem Interviewer auf was? Ja? Also es ist eine Interaktion und das ist das, was man eigentlich aus diesem Interview herausbekommt. Okay, also worum geht es bei solchen Interviews? Oftmals irgendwie halt um Offenheit, also um Exploration. Man kann in Dinge hinabtauchen, die man so noch nicht weiß. Man muss halt eine Bereitschaft haben, um neue Erkenntnisse zu finden, sich auf andere Dinge einzulassen, deswegen die Offenheit und das Nachfragen. Man muss schon die Interaktion irgendwie als Teil des Interviewprozesses sehen. Sie als Störgröße zu sehen, das funktioniert irgendwann nicht mehr, so wie wir es bei Umfragen gemacht haben. Es ist eine Kommunikation und dann eben eine Flexibilität und eine Reflexibilität, dass man sich überlegt, okay, das ist nicht nur ein statisches Abhaken von Fragen, sondern wie hat denn meine Rolle als Forscher hier auch eine Rolle gespielt? Und wenn man so eine qualitative Arbeit schreibt, dann nimmt es viel Zeit in Anspruch. Also meine Frau hat ja auch gerade ihre Doktorarbeit fertig gemacht und da hat sie ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, wie ihre Rolle als Forscherin hier einen Einfluss hat auf das, was sie da befragt. Sie hat internationale Studenten befragt, sie hat eine feministische Perspektive benutzt, da hat sie darüber gesprochen, sie ist eine Frau, sie hat irgendwie im International Office gearbeitet. Das sind alles Punkte, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ja? Sie hat eine gewisse Nationalität, sie hat einen gewissen Akzent. Das wird da tatsächlich in dieser Arbeit besprochen, weil sie so einen methodischen Ansatz gewählt hat, ja, der tatsächlich diese Interaktion irgendwo betont. Aber der Hauptpunkt, und das seht ihr so, denn was ich so als größten Vorteil sehe, dass man Dinge entdecken kann, die man so vorher nicht gesehen hat. Ja, Fragebögen ist das schwierig, weil man muss ja ungefähr wissen, was man denn eigentlich fragt. Und je nachdem, wie man eine Frage stellt, bekommt man auch eine Antwort. Ja, also das können Interviews einen Weg aufbahnen für Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Okay, jetzt gehen wir mal kurz auf Stärken und Schwächen ein. Stärken von Interviews sind, dass man dadurch neue Theorien generieren kann. Also es geht weniger um das Testen von Theorien, sondern eher so das Generieren von Theorien. Man versucht zu verstehen, wie Personen die Welt sehen. Jetzt nicht irgendwie sagen, wie Welt, einfach zu verstehen, wie andere das sehen, nicht so, wie ich das sehe. Man kann unerwartete Ergebnisse produzieren und es ermöglicht auch das Entdecken von relevanten Fragen. Also manchmal ist auch so eine qualitative Komponente in der quantitativen Komponente vorgelagert. Macht auch Sinn, dass man irgendwie Dinge entdeckt. Und dann kann man hinterher versuchen, da in die Breite zu gehen, wenn man einen interessanten Aspekt gefunden hat. Während wenn man nicht weiß, dann, wenn man das vorher nicht hat, dann weiß man oftmals nicht, was man eigentlich fragen soll oder könnte. Okay, was sind Schwächen von Interviews? Ja, ihr merkt schon, dass das doch relativ subjektiv ist. Also je nachdem, wer da der Forscher ist oder wer das Interview führt, ist da ein anderer Fokus drauf. Wenn ihr die Malu befragt hättet, hättet ihr vielleicht ganz andere Fragen gestellt als ich. Replikation ist ganz schwierig, das zu wiederholen. Es kann nicht verallgemeinert werden. Und manchmal ist auch gar nicht so richtig klar, was ist denn da jetzt überhaupt gemacht worden. Okay, was ich jetzt für euch habe, ist eine Übung, weil ich glaube, das ist immer das Beste. Ich habe schon ein bisschen gesehen, was so Fehler sein könnten in Interviews. Aber da habe ich jetzt zwei Sachen mit eingebaut. Und zwar hätte ich jetzt gerne, dass ihr euch mit einer anderen Person zusammentut.
Wenn ihr jetzt irgendwie zu dritt nebeneinander sitzt, könnt ihr das auch gerne von mir aus zu dritt machen. Aber ansonsten hätte ich gerne, dass ihr euch jetzt eine Rolle einnehmt. Eine Person ist der Interviewer, die andere Person ist der Teilnehmer. Und nach 5 Minuten oder je nachdem, wie es läuft, vielleicht haben wir nicht ganz die Zeit, hätte ich gerne, dass ihr die Rollen switcht. Und was ist das Thema? Ich hätte gerne, dass ihr ein unstrukturiertes Interview, ist jetzt keine große Vorbereitung, aber das ist ein Thema, ich glaube, das kriegt ihr schon hin, zu folgender Frage durchführt. Und zwar, wie hat sich die Covid-Pandemie auf die Lernerfahrung, auf eure Lernerfahrung in der Schule oder in der Universität ausgewirkt? Ja, da merkt ihr schon, das ist keine Ja-Nein-Frage. Ja, und da geht es darum, in die Tiefe zu gehen. Und das ist auch die Aufgabe des Interviewers, also sich vom Teilnehmer leiten zu lassen, aber dann auch immer wieder nachzufragen und versuchen, in die Tiefe zu gehen und Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist die Aufgabe des Interviewers. Jetzt die Aufgabe des Teilnehmers, könnt ihr hier abscannen. Da bekommt ihr jetzt verschiedene Instruktionen, die ihr bitte dem Interviewer nicht zeigt. Ja? Und wenn ihr das mehrfach abscannen würdet, dann bekommt ihr auch unterschiedliche Instruktionen. Also das, jeder hat da andere Instruktionen, die ihr da abscannt. Es geht auf Dropbox, also ihr müsst nicht die App installieren, ihr könnt einfach das im Webbrowser angucken. Ne? Das geht auch, aber es war das Einfachste für mich, das zu machen. Bekommt ihr die Instruktionen und dann nehmen wir uns hier jetzt mal 5 bis 10 Minuten Zeit, wo wir das Interview durchspielen, wo ihr die andere Person befragt und der Teilnehmer, wie gesagt, den Instruktionen folgt, was da steht. Ja? Also wenn ihr alleine sitzt, dann tut euch mit anderen zusammen noch ein bisschen und nehmen wir uns jetzt die Zeit. Okay, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt einfach mal auf, machen wir einen Cut. Ja, also ihr habt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Das ist auch ein spannendes Thema, kann man hinterher noch mehr erzählen. Jetzt interessiert mich aber, vielleicht machen wir das jetzt nicht als Mentimeter, weil wir eine kleine Gruppe sind, können wir das auch so direkt machen. Was fandet ihr denn in der Rolle als Interviewer, also als die Person, die das Interview, die Fragen gestellt hat, am problematischsten? Okay, also einige interessante Sachen haben wir schon. Wenn ihr noch dabei seid, könnt ihr es auch noch schreiben. Einige von euch schreiben, dass es jetzt schwierig war. Ich glaube, ihr habt schon die mentalen Fähigkeiten, aber das ist einfach ungewohnt. Ja? Also sich da die ganze Zeit Fragen auszudenken. Gut, es ist auch nachmittags, ist es, oder keine Ahnung, es ist 5:30 abends, ihr habt vielleicht einen langen Tag hinter euch. Ja? Keine Ahnung, ihr habt schon ganz andere Sachen gemacht heute. Vielleicht denkt ihr an, was später kommt. Und so weiter. Also es kann problematisch sein, aber ihr müsst es auch in den Kontext setzen. Ich habe euch ja auch ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ihr habt euch da jetzt nicht vorbereitet. In der Regel würdet ihr euch da noch mehr vorbereiten. Aber ich habe euch ganz bewusst in Situationen gesetzt, wo der Teilnehmer auch gewisse Instruktionen bekommen hat und krass reagiert hat. Ja, also eine Person hatte geschrieben, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, man hätte meine Frage nicht verstanden. Ja, das kann tatsächlich so sein. Das war tatsächlich so eine Instruktion, dass die Person sich so verhalten sollte, als hätte sie die Frage nicht verstanden. Oder dass, keine Ahnung, eine Person irgendwie immer dagegen war und man das Gespräch schwierig leiten konnte, dass es schwierig war, das irgendwie im Griff zu halten. Also ihr merkt schon, das ist nicht trivial. Ja, also so Leitfäden können helfen, da wieder Struktur reinzubringen. Aber verschiedene Teilnehmer reagieren ganz, ganz unterschiedlich darauf. Und wie gesagt, die Flexibilität zu haben, das Gespräch zu lenken, sich interessante Fragen auszudenken, da ist vieles ist gleichzeitig passiert. Ja, da ist vieles ist gleichzeitig passiert. Ihr müsst richtig zuhören, was die Person sagt. Ihr müsst richtig überlegen, was will ich denn eigentlich abdecken ungefähr? Wo will ich denn hin?
Manchmal früher musste man dann alles auch noch aufschreiben, auch noch gleichzeitig machen und so weiter. Heutzutage tut man das mit dem Audiorekorder, mit dem Handy aufnehmen. Es macht es viel einfacher. Aber ihr merkt schon, es sind viele Sachen, die da gleichzeitig kommen, wo man richtig sharp sein muss, richtig reagieren muss auf die entsprechende Situation, um da hilfreiche oder sinnvolle Informationen rauszubekommen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück, dass ihr nochmal seht, was denn eine Auflösung, was denn hier diese Rollen waren. Also ich hatte hier vier verschiedene Rollen angegeben. Je nachdem seid ihr zufällig zu einem Link weitergeleitet worden. Da war irgendwie der Desinteressierte, da war der Prompt ganz kurz und einsilbig zu antworten. Ist auch doof, wenn die Person immer nur einsilbig antwortet. Ja, das habe ich zum Beispiel bei dir gemacht. Das war eine Rolle, die ich eingenommen hatte. Oder dann die zweite Rolle war der Schwätzer, der total vom Thema abschweift und nicht mehr aufhört zu reden. Was war da noch? Der Fragenverdreher, der irgendwie Gegenfragen irgendwie stellt die ganze Zeit. Oder der Falschversteher, der Fragen bewusst falsch versteht und von den ganz entferntesten Dingen erzählt. Ja? Also das kann euch alles passieren. Das ist gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, das ist Übung. Also wenn ihr das jetzt habt, einmal gemacht, jetzt seht ihr schon mal, okay, wie das sein kann. Wie man dann versucht, irgendwie das Gespräch wieder zurückzulenken, ja, um da eine gewisse Orientierung oder eine klare Linie reinzubekommen. Okay, also ich habe schon gesagt, was man heutzutage macht, man nimmt es auf, ist auch viel einfacher. Früher waren da immer ein Aufnahmegerät und so weiter. Heutzutage habt ihr euer Handy dabei, bam, ja, ist ganz einfach. Aber dann muss man das immer noch transkribieren. Was heißt transkribieren? Das ist das Übersetzen von Wort für Wort, also von Sprache in Text. Man sitzt da und schreibt einfach ab, was die Person jetzt gesagt hat. Also wirklich, Interviewer hat das gesagt, Befragter hat das gesagt, Interviewer hat das gesagt, Interviewer rümpft sich die Nase, keine Ahnung. Also das steht ja ganz genau drin, ja, was da ist. Und wenn man das macht, also erstmal hört man da so ein Interview mehrfach. Wenn ihr ein Interview von einer Stunde macht, dann hört ihr das mindestens 10 Stunden lang an oder noch länger hinterher. Versucht es nochmal durchzugehen, was hat die Person da jetzt gesagt, was war damit gemeint und so weiter. Und da erst durch diesen Prozess bekommt ihr diese Erkenntnisse. Also kann es absolut sehr hilfreich sein. Hinterher wird es dann analysiert, da gibt es dann auch Software, da geht man nicht drauf ein, aber die bekanntesten sind NVivo und MaxQDA. Vielleicht geht er da drauf ein, in Methoden der Wissenschaftssoziologie gibt es eine Veranstaltung für die Bachelorstudies in Soziologie auf alle Fälle. Aber wenn nicht, ist auch nicht dramatisch. Vielleicht seht ihr das woanders. Das sind spezielle Softwarepakete, die man benutzt, um dann solche Themen zu entdecken. Ja, oder Narrative. Ja, da wird über das gesprochen, da wird über das gesprochen. Da geht es darum zu abstrahieren und dann die Verbindung zu sehen. Da gibt es spezielle Software dazu. Aber auch das Transkribieren hat sich auch unheimlich viel getan. Deswegen wollte ich es hier nochmal nennen, weil bis vor ein paar Jahren hat man das entweder wochenlang, monatelang selbst gemacht oder man hat, keine Ahnung, eine Firma machen lassen, hat Tausende von Euros bezahlt. Mittlerweile könnt ihr sowas extremst einfach und kostengünstig über KI, künstliche Intelligenz, tatsächlich laufen lassen. Die hat dann immer noch irgendwelche Fehler drin, aber das ist immer noch eigentlich wichtig, weil ihr müsst immer noch mal durchlesen und das verstehen, weil die Analyse kann euch noch keine KI abnehmen. Aber da ist einiges deutlich einfacher geworden, deswegen wollte ich es hier schon mal nennen. Okay, jetzt lasst mich noch kurz auf zwei andere Themen eingehen und wie gesagt, wir haben ja noch ein Video am Ende, was ich ein bisschen länger ist, was ich mit euch zusammen schauen will. Das erste ist, neben diesen Interviews, was wir jetzt hatten, können wir auch über Fokusgruppen sprechen. Hat jemand schon mal von Fokusgruppen gehört oder vielleicht an einer Fokusgruppe teilgenommen? Nee? Erstmal, was ist eine Fokusgruppe? Fokusgruppe ist eine Gruppe von Personen, so ungefähr 10 bis 10 Personen. Das ist wie eine Gruppendiskussion, wie so ein Gruppeninterview. Ja, also da ist dann in der Regel ein Moderator, der das Ganze lenkt und der versucht quasi in der Gruppendiskussion die Denkprozesse der Teilnehmer zu erfahren. Und das findet ihr sehr oft in der Marktforschung. Also da wird irgendwie ein Produkt hingestellt und dann wird gesagt, was meinen Sie denn dazu? Was für Emotionen erweckt es denn? Mit was assoziieren Sie das denn? Und dann wird in der Gruppe, werden Teilnehmer sprechen darüber. Und ein Moderator versucht das Ganze zu organisieren. Also ein fester Gesprächsgegenstand ist ein Stimulus am Anfang für das Interview. Wie gesagt, kann ein Satz sein, kann irgendwie ein Video sein, kann ein Produkt sein. Und das wird dann als Ausgangspunkt genommen, um die Reaktionen und die Interpretationen zu erkennen, die da stattfinden von den Teilnehmern. Also es geht tatsächlich so, um so einen Blick in die Gedanken der Teilnehmer zu bekommen. Und da habe ich ein Video, was das mal kurz zeigt. Why do we buy certain products or choose certain brands? This is the sort of question advertisers have always asked, and there are no easy answers. However, there is a handy tool that helps companies explore this and similar questions, and it's called the focus group.
Until the 1940s, market research was often quantitative, using things like sales figures and customer polls to track consumption. But this changed during World War II. Sociologists Robert Merton and Paul Lazarsfeld set out to learn how unprecedented exposure to wartime propaganda was affecting the public. Instead of polling large numbers of people with straightforward questions and quantifiable answers, the researchers conducted in-person interviews, sometimes with small groups, engaging them in more open discussions. Later, this method was picked up by the advertising industry with the help of consultants like Austrian-born psychologist Ernest Dichter, who first coined the term focus group. This new technique was a type of qualitative research, focused on the nature of people's preferences and thoughts. It couldn't tell marketers what percentage of people buy a certain product or brand, but it could tell them more about the people who do, their reasoning for doing so, and even the unconscious motivations behind those reasons. Rather than providing definite conclusions for business and sales, focus groups would be used for exploratory research, generating new ideas for products and marketing based on deeper understanding of consumer habits. For example, early focus groups found that contrary to popular opinion at the time, wives often had more influence than their husbands when choosing which car to buy. So Chrysler shifted gears by marketing cars directly to women. And Dr. Dichter himself conducted focus groups for Mattel to learn what girls wanted in a doll. The result was the original Barbie doll. So how does a focus group work? First, companies recruit between 6 and 10 participants according to specific criteria that meet their research objectives. They could be mothers of children between 5 and 7, or teenagers planning to buy a new phone in the next 3 months. This is often done through professional recruiters who manage lists of people who've agreed to participate in focus groups for payment or other rewards. During a session, participants are asked to respond to various prompts from the group moderator, like sharing their opinions on a certain product or their emotional reactions to an advertisement. They may even be asked to do seemingly unrelated tasks, like imagining brands as animals in a zoo. The idea is that this can reveal useful information about the participants' feelings that traditional questions might not get to. Beyond these basics, many variations are possible. A focus group may have two or more moderators, perhaps taking opposite sides on a question. Or a researcher might be hidden in the focus group, unknown to other participants, to see how their answers can be influenced. And the whole process may also be observed by researchers through a one-way mirror. But although they can provide valuable insight, focus groups do have their limitations, and one of the main ones is that the simple act of observing something can change it. This principle is called observer interference. The answers participants give are likely to be affected by the presence of the researchers, social pressure from the rest of the group, or simply knowing that they're taking part in a focus group. And because researchers often use a small sample size in a specific setting, it's hard to generalize their results. The findings that researchers do reach from focus groups are often tested through experiments and data gathering. Those put numbers on questions like how many potential customers there are and what price they'd be willing to pay. This part of the process changes as technology evolves. But focus groups have remained largely the same for decades. Perhaps when it comes to the big important questions, there's no substitute for people genuinely interacting with each other. Okay, also ihr merkt, es ist wie so eine Art Gruppendiskussion. Ja, also man hat mehrere Teilnehmer und die Frage, die ich euch als Interview-Prompt gegeben hatte, könnte man auch in so einem Setting machen. Ja, wie würde man das machen? Man würde vielleicht 6 bis 10 Studenten zusammensetzen und man würde versuchen, dass da ein Gespräch zustande kommt, wo man als Forscher vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit Fragen stellt, sondern erstmal so einen Stimulus setzt und dann einen Blick in die Gedanken der Teilnehmer bekommt, wie die untereinander miteinander reden.
Ja, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, aber manche von euch waren ja zu dritt, aber ich glaube, es war immer eher eine Konversation von Interviewer zu Teilnehmer und umgekehrt, jetzt nicht irgendwie unter den Teilnehmern. Das ist das, worauf es bei der Fokusgruppe ankommen würde, dass man die Diskussion unter den Teilnehmern bekommt oder auch sehen, wie sie sich gegenseitig anregen oder reagieren. Aber da merkt ihr auch schon wieder, die reagieren ja dann drauf, auf was die anderen gesagt haben, jetzt nicht nur auf den Interviewer selber. Aber nichtsdestotrotz kann es gerade im Bereich Marktforschung sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Aber kann auch in anderen Bereichen angewandt werden. Also gerade jetzt irgendwie so eine Gruppendiskussion in Bezug auf, wie Lehrerfahrungen oder Lernerfahrungen bei Covid war, könnte man sich gut vorstellen, dass der eine dann sagt, dass, oh ja, irgendwie, das ist mir aufgefallen. Und dann der andere, oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, war tatsächlich so. Also dass so ein Prozess zustande kommt. Jetzt habe ich hier nochmal ein anderes kleines Video, was nochmal zeigt, wie so eine Fokusgruppe tatsächlich abläuft. Also das ist von einem Marktforschungsinstitut. Da seht ihr mal tatsächlich, wie sowas aussieht. Und deswegen habe ich gefragt, ob ihr schon mal mit dabei wart. Also ich war einmal, habe ich an sowas mitgemacht. Einfach, wenn ich solche Sachen gefragt werde, dann interessiert es mich natürlich, weil dann kann ich hinterher darüber berichten, ja, wenn ich sowas unterrichte. Und ich glaube ja immer, man kann viel besser unterrichten, wenn man was mal selber erlebt hat. Oder man lernt irgendwie viel mehr, wenn man Dinge selber erlebt. Und das war irgendwie eine Fokusgruppe von der Uni, die das sowas organisiert hatte und in Bezug auf Internationalisierung oder wie wir die Uni sehen und so weiter. Ja. Und das war so eine interessante Diskussion, was vielleicht auch zu Problemen geführt hat, wo man auch gleich nochmal dazu sprechen. In unseren Gruppendiskussionen begegnen wir Menschen immer auf der rationalen, aber auch auf der irrationalen, emotionalen Ebene. Das ist hochspannend. Denn ganz häufig in unseren Gruppendiskussionen begegnen wir Menschen immer auf der rationalen, aber auch auf der irrationalen Ebene. Sich schon zeigen. Das ist hochspannend. Denn ganz häufig geht es um unbewusste Strukturen und die können wir nicht einfach abfragen. Wie jemand was sagt, die müssen sich schon zeigen. Als was jemand sagt. Ein verständnisloser Blick, ein Schulterzucken sind oft Gold. Viel wichtiger, wie jemand was sagt, als was jemand sagt. Ein Verständnis. Wir bereiten uns intensiv vor und gehen mit minutiös geplanten Leitfäden in die Fokusgruppe. Aber dann kommt manchmal alles ganz anders. Wir bereiten uns intensiv vor und gehen mit minutiös geplanten Leitfäden in die Fokusgruppe. Aber dann kommt manchmal das Ganze ganz anders. Nur weil sich unsere Teilnehmer bei uns wohlfühlen sein und weil wir uns 100% auf unser Teststudio hier die Krämer Marktforschung verlassen können. Und das Ganze funktioniert nur, weil sich unsere Teilnehmer bei uns wohlfühlen und weil wir uns 100% auf unser Teststudio Menschen sind keine Roboter. Krämer Marktforschung verlassen Glück nicht. Lassen Sie uns über Ihre Forschungsfrage sprechen. Menschen sind keine Roboter. Zum Glück nicht. Lassen Sie uns über Ihre Forschungsfrage sprechen. Die Marketingmenschen wissen, wie sie ein Marketingvideo hinkriegen. Aber ihr merkt schon, da waren auch andere, waren in der Diskussion, die haben dann tatsächlich dann Bilder zusammengeklebt auch, ja, und das dann wieder präsentiert. Also das ist eine Fokusgruppe und da sind dann oftmals mehrere, die beobachten. In der Regel ist einer der Moderator und in der Regel ist jemand Zweites, der das Ganze noch beobachtet, weil wiederum das sehr schwierig sein kann, sowohl die ganze Geschichte zu leiten, als auch wahrzunehmen, was denn jetzt überhaupt überall passiert. Ja. Also das sind Herausforderungen. Deswegen ist es auch ein Skill, sowas gut machen zu können. Lass uns mal über Stärken und Schwächen von diesen Fokusgruppen reden. Eine Stärke von diesen Fokusgruppen kann sein, dass man sich von anderen inspirieren lassen kann, ja, von anderen tiefergehenden Aussagen. Wenn jemand anders was erzählt und darauf eingeht, wie durch Covid sie auf einmal Rückenprobleme daheim bekommen haben, weil ihr Arbeitsplatz, wo sie die Vorlesungen gehört haben, irgendwie so komisch in der Ecke war oder so, dann ist das ein Punkt, wo dann vielleicht eine andere Person drauf eingeht, ah ja, bei mir war auch sowas, aber wo sie vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht haben. Also Inspiration durch andere. Andere Teilnehmer werden auch mit einbezogen, wobei das auch Nachteile haben kann, ja, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Es ist eine offene Diskussion zum Thema. Also es ist eigentlich ein Fenster in die Gedanken der Teilnehmer. Das ist die Idee. Jetzt gar nicht unbedingt, okay, jetzt was war denn da tatsächlich, sondern da geht es darum, wie haben die denn gedacht oder wie denken die da jetzt in dem Moment gerade in diese Interaktion mit den anderen auf diesen Prompt, den sie jetzt von mir bekommen haben. Dann die Gestik und Mimik ist ja auch ganz wichtig, spielt eine Rolle. Man kann aber das Ganze auch benutzen zum Entwickeln von Hypothesen,
über Motive oder warum Menschen jetzt irgendwas gut finden oder nicht so gut finden. Ja, bei Produkten ist das relativ wichtig. Also wie gesagt, in der Marktforschung, wo ihr auch landen könnt, wo viele Soziologen landen, da ist das so eine ganz wichtige Methode. Jetzt was sind Schwächen von Fokusgruppen, schauen wir uns mal die andere Seite an. Ihr könnt euch vorstellen, manche Stimmen sind dominanter als andere. Und als ich da in dieser Fokusgruppe an der Uni in Irland war, da war auch so eine neue Kollegin irgendwie, die war ganz eager irgendwie aus der Kommunikationswissenschaft und die hat das komplett dominiert irgendwo. Ich konnte mich gar nicht einbringen. Ich wollte vielleicht was sagen, aber ich habe irgendwie gar kein Wort reingebracht irgendwo. Oder man hat sich schlecht vorgefühlt, da irgendwie zu unterbrechen oder reinzupreschen. Das kann sehr gut passieren in so einer Fokusgruppe. Und dann ist natürlich die Frage, okay, dann bekommt man ja nur Einsichten von den dominanten Personen in der Gruppe. Es ist nicht unbedingt repräsentativ. Die versuchen da zwar manchmal immer verschiedene Menschen in so eine Fokusgruppe zu bringen. Da ist tatsächlich, gibt es einen Plan, war jetzt ja auch in dem Video, haben wir geguckt, dass da verschiedene Männer sind und Frauen, dass da verschiedene Altersklassen drin sind. Oder je nachdem, auf was man sich irgendwie bezieht, ja, was jetzt irgendwie hier die entsprechenden Zielgruppen sind oder was man ansprechen möchte oder wie das bei verschiedenen Verschwörungsgruppen ankommt, was denn ihr Denkprozess ist, ja, dass dann, keine Ahnung, irgendwie das neue Auto verkauft wird und dann sagt die Mutter mit Kind, ja, aber das geht mit dem Buggy gar nicht so in der Richtung, weil der gar nicht reinpasst, wo der Opa vielleicht gar nicht dran gedacht hat oder der Mann, der alleine lebt. Ja. Das sind so verschiedene Aspekte, die da in so einer Fokusgruppe dann herauskommen. Sensible Themen kann ja auch ganz schwierig sein. Ja, stellt euch vor, ist ja nicht nur jetzt die Situation, dass der Interviewer da ist und der Teilnehmer. Ja, und die Frage wird da jetzt, eine heikle Frage auch beantwortet, sondern da sind ja auch noch andere drumherum. Ja, andere Personen auf einmal. Und ist ja gerade eine Gruppendiskussion, was sowohl Vorteil als auch Nachteil sein kann, weil in der Gruppendiskussion man gerade bei sensiblen Themen vielleicht nicht unbedingt ehrlich antwortet oder auch einfach so antwortet, wie man es gerne hätte. Ja, es kann auch in eine andere Richtung gehen, dass man sagt, ja, muss ich vielleicht euch mal zeigen, gibt es ganz spannende Studien dazu, wo gefragt wird, wie viele Jugendliche Alkohol trinken zu einem gewissen Alter, wo die gefragt werden und wo man tatsächlich die Zahl hat. Das sind Riesenunterschiede. Viel mehr Leute sagen, dass sie Alkohol trinken, obwohl sie es gar nicht tun. Ja. Warum? Weil sie einfach cool sein wollen. Weil wenn man sagt, okay, habe ich noch nicht gemacht, ich habe noch nie geraucht, ich hatte noch nie Sex, ich hatte noch nie Alkohol gehabt, das ist einfach schlecht. Das ist irgendwie doof, wenn man in so einer Gruppendiskussion so drin ist. Das ist, wo man denkt vielleicht, dass das nicht irgendwie hier jetzt die erwartete oder die erwünschte Antwort ist. Also das kann ein großes Problem sein bei so Fokusgruppen. Es kann auch sehr schnell unübersichtlich werden, wenn ihr viele Teilnehmer habt. Deswegen kommt da die Fähigkeit von einem guten Moderator ins Spiel, so eine Situation zu leiten. Ja, also ihr habt ja auch gemerkt im Interview, manchmal ist das Interview richtig abgedriftet in die eine Richtung oder die andere Richtung. Da ist es die Kunst von dem Moderator hier in der Situation, das Ganze auf Spur zu halten. Ja, und irgendwie immer noch für Dinge abzudecken, die jetzt hier für die Forschung relevant sind. Okay, also das sind Stärken und Schwächen von Fokusgruppen. Jetzt haben wir noch Diskursanalysen, aber ich will das jetzt nicht irgendwie am Ende runterbrechen. Ich hatte schon fast gedacht, dass irgendwie das zeitlich nicht so richtig hinhaut. Deswegen würde ich sagen, verschieben wir das Ganze aufs nächste Mal, weil das ist, glaube ich, zu spannend, als dass man es jetzt hier so kurz runterreißt. Wenn ich jetzt nochmal einordne, also wir haben uns mit qualitativer Forschung beschäftigt und ein Großteil ist aufs Interview heute gelenkt. Interview und dann eigentlich so Gruppeninterviews, Gruppendiskussionen. Ja, das war das Thema heute. Was ist Diskursanalyse? Vielleicht kann ich es mal kurz sagen, dass ihr mal vorwegnehmt, was nächste Woche da noch kommt. Unter Diskurs ist jetzt gar nicht so der Punkt, was einzelne Leute sagen, sondern da geht es darum, was so der gesellschaftlich etablierte Art des Redens über einen Realitätsbereich ist. Wie wird es dargestellt, ein gewisses Thema in den Medien? Wie ist der Umgang mit gewissen Gruppen? Ja, da kommt dann Michel Foucault ins Spiel, der sich viel mit seinem großen Buch Wahnsinn und Gesellschaft mit psychischen Krankheiten beschäftigt hat und untersucht hat, wie werden psychische Krankheiten denn in der Gesellschaft dargestellt oder wie wird denn damit umgegangen. Ja? Und dieser Umgang, das nennt man Diskurs. Ja? Oder wie ist denn der Umgang? Deswegen habe ich dann das Video, was ich euch nächste Woche zeigen will. Wie denken denn die Bevölkerung in Russland zum Ukraine-Krieg? Was ist denn da der Gedanke? Wie ist es öffentlich denn dargestellt?
Ja, was sind denn da die Narrative, warum jetzt hier ein Krieg da ist oder warum irgendwie hier gekämpft wird? Und das ist unheimlich spannend. Es geht also weniger darum, direkt zu zeigen, wie einzelne Menschen über etwas denken, sondern eher darum, den öffentlichen Diskurs zum Thema zu erkennen und zu betrachten. Und das macht man oftmals durch Inhaltsanalyse, also dass man Dinge betrachtet, Bilder, Texte, Zeitungs, auch bekannt sind, oftmals werden Reden von Präsidenten benutzt, ja, oder wie das in der Werbung dargestellt wird. Das sind so verschiedene Dinge, da merkt ihr schon, da wird es natürlich auch wieder schwammig, aber auch extrem spannend, wie so ein Diskurs in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber da gehen wir in zwei Wochen nochmal drauf ein und hören wir jetzt hier auf. Also wie gesagt, nächste Woche keine Veranstaltung, aber dann in zwei Wochen wieder. Gute Idee.